Nach seinem schwachen Auftakt hat sich Golfprofi Martin Keimer am zweiten Tag des Europatour-Turniers in Sun City stark verbessert präsentiert. Der ehemalige Weltranglistenerste, der mit einer 76 gestartet war, kam nach 6 Birdies bei 3 Bogeys mit einer 69 ins Clubhaus und kletterte von Rang 58 auf Position 29. Einen Schlag mehr 146 Schläge benötigte der Düsseldorfer Maximilian Kiefer auf Platz 37. Seine Führung behauptete Ryder Cup-Gewinner Sergio Garcia erfolgreich. Der Spanier spielte am Freitag eine 71 und führt mit 135 Schlägen allerdings nur noch einen Schlag vor dem Südafrikaner Luis Oosthuizen 136. Die mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Konkurrenz in Südafrika ist das letzte Saisonturnier vor dem Finale im Race to Dubai in der kommenden Woche am Arabischen Golf. Dort treten die besten 50 Spieler der Saison an. Der Gesamtsieger erhält eine Sonderprämie von 1,25 Millionen Dollar. 2010 hatte Keimer die Abschlusswertung der Europatour als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer 1981 und 1984 gewonnen. Von einem solchen Coup ist Keimer in diesem Jahr allerdings weit entfernt. Vor Sun City belegte er in der Gesamtwertung den 51. Platz und muss daher noch um seine Teilnahme in Dubai bangen. Spitzenreiter im Jahresranking ist British Open-Sieger Francesco Molinari, Italien, der in Sun City nicht am Start ist.